So, ihr Lieben, willkommen wieder zurück zur zweiten Aufnahme von der Eifel. Ja, und wie ihr seht, Manu ist dann hier mal bald nach einer halben Stunde auf dem Feld 21 angekommen und hat jetzt schon das Hälfte Feld abgeackert. Und jetzt hat der verrückte Cousin nämlich auch noch mitgeteilt, hier, du musst auch noch ein anderes Feld machen. Das ziehen wir dem jetzt mal die Löffel lang hier. So, lieber Herr Cousin, ich habe da jetzt noch mal so eine Frage. Verständnis halber, geht eigentlich immer die Zeit hier in der Eifel? Oder ist einfach nur unsere Uhr eingefroren? Anscheinend hat die Uhr gehangen. Die ist eingefroren, okay. Aber guck mal, das ist ja jetzt mindestens bestimmt schon so 2, 3 Stunden rum hier. Ich habe hier Schwerstarbeit gemacht. Darf ich jetzt schon Feierabend machen? Nein. Aber ich habe Um doch. Geld wird gearbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ja, aber das kannst du machen, aber doch nicht ich. Du gehörst mit dazu. Und diesen Kredit, den Sie da jetzt aufgenommen haben, na? Wie sollen wir den denn zurückzahlen? Von was? Dadurch, dass wir Gewinne erzielen. Und dann fangen wir damit an. Also irgendwie kriege ich Angst, dass wir uns Hochhaus verschulden hier. Das ist nicht gut gelaufen. 13.000 haben wir jetzt noch. Wir hatten da mal 50.000 gehabt. Das hat der Herr Liebe. Für den Kalk braucht man Streuer. Dann hat er keinen Palettenwagen gehabt, den wir noch holen mussten. Und ich habe Kalk, Saatgut und Dünger gekauft. Also irgendwo habe ich da so ein bisschen Angst, dass wir bald doch ganz bankrott sind. Also vielleicht sollte ich doch wieder in die Stadt gehen. Du weißt doch, im Frühjahr gibt man das Geld aus, damit man im Herbst ernten kann. Ich weiß es nicht. Ich gebe immer das Geld aus in der Stadt. So, aber gut. Der verrückte Schwager weiß schon Bescheid, dass wir hier schon einen halbvollen Tank nur noch haben. Ob wir damit fertig werden, weiß ich nicht. Ich soll ja hier schon wieder über die halbe Met gondeln und auch ein anderes Zelt machen. Ich weiß ja nicht, wo das doch alles enden soll. Dann fragen wir mal den lieben netten Herrn Schwager, ach Cousin, mal nach. Was haben Sie denn bis jetzt gemacht? Was ich jetzt bis jetzt gemacht habe, zum Händler fahren, einen Anhänger holen, wie heißt es, Dünger, Saatgut und so laden. Und das bin ich jetzt nach Hause am bringen. Also auf Deutsch einfach nur spazieren fahren und ich muss die Schwerstarbeit machen, ja? Ja, die nächsten Arbeiten stehen an. Dafür braucht man Material, was wir noch nicht hatten. Ach, du grüne Neune. Ich ahne da nichts Gutes. Und wann fängst du an? Morgen? Ich bin ja am Arbeiten und das, was ich mache, können wir gleich nichts weitermachen. Ah. Was möchtest du denn jetzt hier ansehen auf dem Feld? Da kommt, sobald das Feld fertig ist, Mais drauf. Mais. Damit man ein bisschen Geld verdient. Kann ich da ein bisschen schriftlich was kriegen, dass ich irgendwann mal einen Fan kriege? Zuerst müssen wir Geld verdienen, dann können wir an ein Feld denken. Weil mit diesem Gewürzgurkenschubser kannst du ja nicht viel reißen. Hast du mal die Feldgröße geguckt?
Ja, viel zu groß für mich. Du kannst ja mal mit dem, was du als Gewürzgurkenschubser bezeichnest, bei einem als Lohner fahren, da arbeiten. Nee, 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 nee. Das Finanzamt da an einem Feld dran. Ich bin ja Stadtkind. Ich möchte ja morgen mit den Arbeiten hier fertig sein und dann nach Hause. Wovon träumst du? Du kannst froh sein, wenn du morgen noch eine Mietwohnung hast. Was soll das denn? Wo darf ich denn hier schlafen? Muss ich auch noch hier schlafen? Ja, du kannst ja mal deinen Vermieter anfragen, wie lange er dich noch wohnen lässt, wo du ihm nichts bezahlst. Wie, ich kriege kein Geld dafür. Soweit wie ich informiert bin, hast du die letzten 4 Monate deinem Vermieter keine müde Mark in der Hand gedrückt. Ja, aber wenn ich jetzt meinen Vermieter anrufe und dem sage, hier, ich verdiene jetzt fettes Geld, ich bin Landwirt. Dann lässt er mich bestimmt noch wohnen. Ja, du musst aber morgen früh wieder auf dem Hof sein. Ja, 8 Uhr, 10 Uhr reicht doch. Nee, um 6 Uhr wird aufgestanden, dann muss viel gefüttert werden. Für das muss ich übrigens auch noch Futter besorgen. Ja, aber du bist doch da. Warum muss ich das denn da machen? Ja, glaubst du, ich kann alles machen? Ja, worauf habe ich mich hier bloß noch eingelassen? Hier muss man auch noch aufstehen und dann auch noch früh morgens. Naja, mach mal das Feld jetzt fertig und dann gehen wir einfach ins Bett. So. Ah. Am helllichten Tag, früh morgens ins Bett. Ja? Bleibt ja nichts Der anderes Tag übrig. Ich hat muss doch ja erst irgendwo meinen ange Schönheitsschlaf hinstecken. Der Tag hat doch erst angefangen. Aber ich habe meine Arbeit gleich fertig, also kann ich doch Eier machen. Ist eine gute Idee, finde ich. Machen wir so. Ich schlafe einfach hier im Traktor. Ah, auch eine gute Idee. Irgendwo in die Ecke stellen und der findet mich schon nicht. Muss ich auch noch arbeiten? Ich glaube, der ist verrückt. Meinst du? Dass du verrückt bist, ja, meine ich. Nein, dass du dich irgendwo da in die Ecke stellen kannst, um faulenzen. Ja, natürlich. So kannst du kein Geld kriegen. Ihr Lieben, wo soll das nur enden? Ich glaube, ich rufe gleich meine Freundin an und sage, was gibt's denn heute überhaupt zu essen? Müssen wir gleich mal gucken. Weil wenn ich ja hier auch ackere, will ich aber zu essen haben. So, Döner-Teller oder so. Nicht? Nicht. Okay. Ich glaube, das war wohl nix. Man kann es ja mal versuchen, oder? Also, Herr Cousin, ich bin da mal fertig mit in diesem Feld. Sie möchte mich dann jetzt wirklich zu Feld 16 schicken? Da finde ich doch weder noch hin noch zurück. Ja, dann fahr erst mal hier auf den Hof, dann spannst du ab. Da tust den Traktor auftanken, weil du ja sagst, der Tank wäre fast leer. Und dann fährst du zum Händler, da steht ein Anhänger mit Kalk. Den fährst dann zu dem Feld da und tust Kalk. Okay. Also würde ich ja gerade sagen, wir sehen uns in einer halben Stunde auf dem Hof, weil ja. Maximal 5 Minuten bist du hier auf dem Hof. Eine halbe Stunde mal eher. Herr Mosel, würden Sie das aber wiederholen, was Sie gerade gesagt haben? Dass wir noch Was? mehr Geld ausgeben müssen? Ja,
Der Anfang vom Jahr ist immer teuer. Also wir haben jetzt schon 50.000 Kredit, ja? Bist du dir sicher, dass wir irgendwann auch mal wieder im Plus sind? Der Kredit läuft erstmal auf 10 Jahre. Oh mein Gott. Wobei jederzeit können wir auch zurückzahlen, wenn wir Geld haben. Der Witz war gut, wenn wir Geld haben. In der Regel, irgendwann haben wir ja Geld, weil wir ja die Früchte verkauft haben, also die Ernte. Der in 2 Jahren dann fertig ist, ja. Und davon wird ein Teil geholt für die nächste Ernte, dass wir Saatgut und so kaufen können. Und der Rest kriegt die Bank. Also es wird ein, also wir sind ja jetzt schon, du bist ja jetzt schon 60, ich bin ja ein paar 40. Wo soll das nur enden? Ich glaube, wir werden nie schuldenfrei. Wenn wir es schaffen, den Betrieb ins Laufen zu bringen und irgendwann es so weit ist, dass der Geld abschmeißt, kannst du ihn ja für gut Geld verkaufen. Aber jetzt ist es so, wir müssen erstmal wieder Geld reinstecken, weil der Alte ja nichts hat. Warum ist denn hier kein Hof mehr? Sollen das? Los, komm, gib Gas. Also hier diese Möhre, die ist ja zum Schwangerwerden, Wo ne? fährst du denn hin? Wenn ich das wüsste. Falsche Richtung. Das auch noch. Ich stell den hier einfach gleich irgendwo in die Ecke und. Oh, keine Ahnung. Da ist er mal 10 Minuten weg, da findet ein Hof nicht mehr. Halbe Stunde, Stunde, zwei. Weil, bis ich hier oben am Feld angekommen bin, ist das schon eine halbe Stunde rum. Ah ja. Komme ich hier durch? Da Nö. machst du wahrscheinlich erst mal 10 Minuten Raucherpause. Ja. Wird mir wohl auch noch zustehen, oder? Kein Wunder, dass du nichts geschafft bekommst. Eieieiei. Immer dieses Lästern hier über die Raucher und so. Ich dachte, hier wohnt keiner in dem Dorf, aber das ist ja hier Verkehr wie auf der Autobahn. Was willst du denn mit deiner Gewürzgurke da? Arbeiten. Auch, er will auch nicht mehr arbeiten. Ja, danke schön. Er nimmt die Hauswand mit. Und wer stellt hier eigentlich so blöde Leitplanken auf den Hof? Ist ja hier zum Mäusemelken. Na, wollen wir mal gucken, ob wir den Grubber da wieder irgendwo reinstöpseln können. Ja, nee. Wir lassen ihn lieber irgendwo hier vorm Tor stehen. So. Ich wollte den da nicht reinrollen. Zack. Wenn nicht, dann soll der verrückte Mogel das machen. So. Irgendwo gibt es hier einen Händler, wurde mir gerade um die Ohren gehauen. Nein, wenn du auf den Hof guckst, an der Seite steht ein roter Tank. Den haben sie uns gerade dahingestellt und Ah. haben Diesel reingemacht. Da sollten wir jetzt tanken können. Ja, wie gesagt, man sieht es ja, halb leer der Tank und noch nicht mal richtig angefangen zu arbeiten, ja? Zack. So, und was ist dann jetzt? Darf ich Feierabend machen? Nee, jetzt schwingst du dich wieder auf den Traktor und fährst zum Händler. Da steht ein Kalkstreuer. Und wo befindet sich der Händler hier? Bei Feld 51, 52, links davon.
50 habe ich gefunden. Du willst Unbedingt. dich veräppeln, ganz da oben hin. Tja, der einzige Händler, der hier weit und breit ist, wo wir das kriegen, ist ein Käsfeld. Wenn ich da oben angekommen bin, ist der Tank doch schon wieder leer. Ich krieg Du sollst hier Zahnweh. diesmal nicht trinken, du sollst fahren. Ja, ich kann dazu gerade nichts mehr sagen. So, da sind wir jetzt für YouTube wieder zurück. Also, ich habe, Leute, na, ihr guckt, ich bin hier beim Shop angekommen. Wisst ihr, was das Lustige ist? Ich habe ja gerade das Held gegrubbert, das Held 21. Wisst ihr, was der liebe nette Cousin jetzt sagt? Der sagt ja, jetzt fährst du, wenn das vorher schon weiß war, dann fährst du jetzt zu Feld 16. Der will mich in die äußerste Ecke schieben. Ich weiß nicht, was der mit mir vorhat, ne? Was heißt in die äußerste Ecke? Ganz weit weg und keine Ahnung, und hast du dich gesehen? Kann mal jemand hier die Autos wegmachen? Ja, jetzt hast du Pech gehabt. Alter, da bremst ja noch nicht mal der Holzkopf. So. Das ist ja hier. Katastrophe ist das ja. Und der kommt jetzt hier noch nicht mal vorwärts. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie lange soll ich denn jetzt brauchen, um dass ich da oben ankomme? Ja, gib Gas und mecker nicht. Ich war im Gang 2 und hab mal gerade 11. Ja, dann schalt doch mal hoch. Dann säuft der Traktor mir ab. Und schon wieder Geld weg. Da fährt er nur noch 9, 8, 7. Oh mein Gott, Leute. Was ist das hier für ein Gewürzgurkenschubser? Da kommst du ja näher am Ziel an. Und du bist dir sicher, dass ich zu Feld 16 finde? Ja. Okay. Ich habe da so meine Bedenken, aber ist okay. Ich glaube, wir müssen da links, ne? Ein Auto. Guck mal, was da für ein Stau hinter dem Mano war. Ei, 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 ei. km/h. Und das Ding ist nur mit Kalk voll, ne? Ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr an. Wenn du vorbei willst, hast du jetzt Pech gehabt. Hast du mal runtergeschaltet? Ja, hoch und runter. Ja, willst du jetzt hier drängeln oder was ist los? Ach, der drängelt der hier? Fahr weiter. Ja, bitteschön, fahr dran vorbei. Und nicht anhalten. Ich halte auch gar nicht an. Ja, trotzdem fahr auf dem Weg weiter, nicht, dass der Traktor noch festfährst. Ja, danke für die Blumen. Leute, ich weiß nicht, wo das enden soll. Manu, gib doch mal Gas. Das weißt du, was ich mache? km/h. Alter, wir brauchen nicht unbedingt einen anständigen Traktor, das geht ja mal gar nicht. Naja, es wird dann noch langsamer, wenn ich runterschalte.
Wenn er schneller wird, muss der nicht runterschalten. Der wird nicht schneller, der wird langsamer. Weil bis eben war von 4 geredet, dann von 6. Ja. Oh, 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 oh. Mann, bekommt ihr einen Höhenrausch? 12. Es ruckelt, es ruckelt. Ja, gib mir mehr. Oh mein Gott. 15, 16. Oh, wir werden schneller, Leute. Ich glaube, der Mosel schiebt mich von hinten. Jetzt so die Frage, wie muss ich da unten gleich an der Kreuzung fahren? Jetzt kommt der Herr Mosel mit seinem Deutsch gar nicht mehr hinterher. Ah, ah, ah. So, wir sind auf Höchstgeschwindigkeit gleich. 32, 33. Können Sie mal bitte sagen, wie ich jetzt hier unten an der Kreuzung fahren muss? Nach rechts. Ja, wir sind eigentlich mit der Aufnahme am Ende bei YouTube. Jetzt aber anhalten wäre schlecht. Wir sind gerade im Geschwindigkeitsrausch. Ja, du musst Schwung mitnehmen, dass du oben über die Kuppe kommst. Ja, wo willst du eigentlich hin? Ich muss zu Feld 16. Wie soll ich das nur... Wir sind schon wieder im Gang 2. Alter, wer kommt auf so verrückte Ideen, solche blöden Traktoren sich anzuangeln hier? Los, ah, jetzt! Gib Gas! Du siehst mal, wie das ist, wenn die mit den Traktoren früher unterwegs waren. Ja, aber wir sind doch nicht mehr in der Steinzeit, Leute. Hallo? Oh, oh. 11. Oh, 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 Geschwindigkeit raus. Höhenflug. Wo bin ich hier nur gelandet? In der Eifel. Ja, ich habe schon verstanden, Leute. In der Eifel. So, und jetzt muss ich rechts, ja? Ja. Und da vorne links, wenn es geht, oder wie? Oh mein Gott. Da geht es gleich ein Feldweg links rein. Am Ende vom Feld. Dann kommst du bei 18 raus und musst da rechts fahren. Na gut, ihr Lieben bei YouTube, der Manu macht jetzt mal einen Aufnahmestopp. Dankeschön fürs Reinschauen. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne bei Mosel dann wieder beim Livestream rein. Ich denke mal, dass er das öfters streamen wird und Manu wird ab und an hier ein paar Aufnahmen machen. Also bis dahin sage ich schon mal Tschüss.